München bei Herr Professor Markus Dietz. Wir haben gerade den Windkanal WT298 aufgebaut und Probe laufen lassen. Freut mich sehr, sehr viel Spaß. Freut mich auch sehr, dass wir jetzt diesen Kanal zur Verfügung haben, der uns sicher eine Menge Freude bereiten wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, insbesondere auch, dass es so reibungslos geklappt hat mit dem Aufbau heute. Innerhalb von einem Tag steht das hier alles und funktioniert reibungslos, also besser kann es nicht laufen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielleicht wäre es toll, wenn wir nochmal ein kurzes Gefühl kriegen würden, was Sie mitmachen wollen. Ja, also wir haben verschiedene Dinge vor. Also zum einen natürlich werden wir das Ganze in der Lehre einsetzen und hier ja, Grundlagenexperimente durchführen, einfach in der, im Rahmen der studentischen Ausbildung. Dann haben wir einen Doktoranden, der hier Messungen durchführen wird, voraussichtlich an elektrischen Fans, also elektrischen Antrieben für die elektrische Fliegerei, die ja jetzt gerade sehr stark im Kommen ist. Wir haben des Weiteren vor, mit einer geschlossenen Messstrecke auch noch Profilaerodynamik hier durchzuführen. Und im Rahmen der Hubschraubervorlesung, die ich anbiete, möchte ich hier auch noch ein kleines Hubschrauber-Experiment aufbauen, wo wir hier einen kleinen Modell-Hubschrauber reinsetzen und die Aeromechanik des Hubschrauberrotors demonstrieren können. Okay. Ja, und wir haben natürlich noch einen Haufen mehr Ideen oder werden noch zusätzliche Ideen bekommen, also die Möglichkeiten sind ja quasi fast grenzenlos. Ja, ich sag mal, mit dem Hubschrauber-Experiment, wir sind gespannt, wie das aussieht in unserem Windkanal. Ja. Ja, wir wünschen viel Erfolg. Ich denke, mit unserem Team, das lief super hier, auch zum Zusammenarbeiten mit Ihnen, kann mich nur bedanken. Und wir drücken die Daumen, dass es das wird, was ich auch. Wunderbar, würde ich gerne zurück bedanken. Perfekt. Dankeschön.